Ja, ihr Lieben zu Hause, ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Mittagsimpuls aus der Augustinerkirche. Ich freue mich, dass ich ihn heute zusammen mit der Flötistin Anja Weinberger gestalten darf. Am vergangenen Mittwoch und am vorvergangenen Freitag haben wir damit begonnen, uns auf die Suche zu machen nach dem angebrochenen Reich Gottes. Eine biblische Spurensuche. Und wir folgen dabei ein Stück dem Markus-Evangelium. Ausgangspunkt war der Satz, der sehr programmatisch am Anfang des Wirkens Jesu in Galiläa steht, im ersten Kapitel bei Markus, wo es eben heißt, nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist angebrochen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also die eine Zeit ist zu Ende, die aktuelle Zeit der Herrschaft, die römische, welche auch immer. Und es beginnt eine neue Zeit. Angebrochen ist die Zeit Gottes, das Reich Gottes ist angebrochen. Deshalb denkt um, kehrt um, wendet euch der Lehre Jesu zu und glaubt das Evangelium, glaubt an das Evangelium, glaubt daran, dass Gott diesen Plan hat, nämlich diesen Plan des Herrschaftswechsels, dass die Besatzung und die sich Bemächtigung anderer ein Ende nimmt und eine neue Zeit beginnt. Und dieser Satz, der so ganz programmatisch am Beginn des Markus-Evangeliums steht, im ersten Kapitel in 1, 14 und 15, der wird von Markus jetzt einfach aufgegossen, so wie man ein Konzentrat hat und man muss einfach wieder nachgießen, damit es genossen werden kann, damit es verstanden werden kann. Und so folgt eine Geschichte nach der anderen, beginnend mit der Jüngerberufung am See. Und sie folgen einander und machen ein Stück deutlich, worum es geht, wenn Reich Gottes anbricht. Und so hatten wir einmal eben die Jüngerberufung am See Genezareth. Reich Gottes bricht eben da an, wo Menschen von dieser Botschaft hören, mitten in ihrem Alltag, und auf dem Absatz kehrt machen und sich dieser neuen Lehre zuwenden, sich öffnen für diesen neuen Plan des Herrschaftsanbruchs Gottes. Dann am vergangenen Mittwoch ein Exorzismus, etwas, was in unserer Zeit ja nicht so leicht zu vermitteln und zu besprechen ist. Und da habe ich die Folge im Markus-Evangelium kurz verlassen, um einen anderen Exorzismus, der im Markus-Evangelium im 5. Kapitel erzählt wird, einfach zum Thema zu machen, weil er so wunderbar anschaulich ist und weil er vor allen Dingen noch so eine schöne subversive politische Geschichte ist, die den Untergang, das Absaufen der römischen Besatzung schildert, die eben in den Schweinen in Gleichschritt runter in den See läuft und dann eben absäuft. Ein Exorzismus, Reich Gottes bricht da an, wo Menschen, die eben nicht mehr sie selber waren, aus denen nur die anderen gesprochen haben, die Legionen von Dämonen, wo Menschen wieder sie selber sein können. Wo das passiert, da merken wir, da bricht Reich Gottes an. Heute das kürzeste Wunder, das es im Neuen Testament überhaupt gibt, jetzt wieder im ersten Kapitel bei Markus, nämlich die Verse 29 bis 31, die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Darüber mag ich dann, nach der schönen Musik, die wir dann wieder hören werden, mit euch etwas nachdenken. Aber jetzt, eben zum Ende dieses Einstiegs, das kürzeste Wunder, das wir im Neuen Testament überhaupt vorfinden. Sie, das heißt Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger, verließen die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes gleich in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Thank you.
Thank you.
Der Evangelist Markus schreibt sein Evangelium um 70 nach Christus, in einer Zeit, in der Jerusalem und Judäa kapter ist. Es ist wieder gefangen genommen, es ist wieder unterworfen, Jerusalem ist zerstört. Und in Rom beginnt das große Karrieretreiben. Mit Vespasian wurde ein zweitrangiger Generalkaiser, einer aus dem Ritterstand. Wenn das geht, dann muss für viele anderen auch ganz viel gehen. Angesichts dieses Zustandes und angesichts dieser Umstände schreibt der Evangelist Markus wahrscheinlich aus Rom sein Evangelium. Er nimmt die verschiedenen Stoffe, die er vorfindet, schriftlich, mündlich überliefert, wie auch immer, und bringt sie in eine Form, in einen zeitlichen und auch geografischen Zusammenhang. Und gleich am Beginn des Kapitels, und da kommen wir jetzt zurück zu der Textstelle, die wir vorhin hörten, gleich am Beginn des Kapitels konstruiert er einen exemplarischen Tag Jesu in Kapernaum. Dieser Jesus von Nazareth ist zunächst in der Synagoge, im öffentlich-religiösen Raum. Das ist die erste Geschichte für diesen exemplarischen Tag. Die dritte, sie folgt unserem Heilungswunder, ist eine Sammelerzählung von Heilungen und Exorzismen, die Jesus getan hat. Am Ende des Tages, die Leute kommen und versammeln sich auf dem Platz. Das heißt, wir sind wieder im öffentlichen Raum, im öffentlich-gesellschaftlichen. Und dazwischen dieses kleine, nette Wunder im Haus der Schwiegermutter des Petrus. Ein Heilungswunder. Wir verlassen den öffentlichen Raum der Synagoge, sind noch nicht im öffentlichen Raum des Platzes, sondern wir sind im Haus. Und bei Markus ist das Haus der Ort der Schülerschaft. Im Haus belehrt Jesus die Jüngerinnen und Jünger, hilft ihnen, weil sie mal wieder nicht verstehen, was er draußen gemacht und gesagt hat. Im Haus werden die Trennlinien gezogen, im dritten Kapitel beispielsweise bei Markus, wenn es eben die gibt, die drinnen sind, eben im Haus, und die draußen sind. Und die Trennlinie derer, die zur Familie gehört sind, ist einfach die, wer tut den Willen des Vaters. Wer den Willen des Vaters tut, der gehört dazu. Wo geschieht das? Im Haus. Im Haus werden die Mähler gehalten. Im Haus wird reflektiert darüber, wie die Jüngerinnen und Jünger sich verstehen und wohin die Reise eigentlich gehen sollte. Und das Heilungswunder, das wir gerade gehört haben, das gehört auch in den Bereich der Schülerschaft. Denn von der Schwiegermutter des Petrus heißt es am Ende, das Fieber wich von ihr und sie diente ihnen. Sie diente, ohne dass ihr etwas gesagt worden ist, ohne dass sie belehrt worden ist, geht sie in die Nachfolge. Denn dieses Diakonein, dieses Dienen, das meint nichts anderes als nachzufolgen. Aber die Nachfolge Jesu, und das wird hier deutlich gleich am Beginn des Evangeliums, die besteht eben im Dienst. Und ich mag euch kurz einen Vers aus dem 10. Kapitel vorlesen, wo das ganz stark und intensiv formuliert wird. Es ist der Weg, der nach Jerusalem führt. Also das Markus-Evangelium beginnt in der Wüste. Bei den Textstellen, mit denen wir im Augenblick zu tun haben, sind wir in Galiläa. Und dann kommt der Weg nach Jerusalem. Das ist der Weg der Jüngerunterweisung. Und auf diesem Weg formuliert Jesus sehr, sehr deutlich, worum es bei der Nachfolge geht. Wenn es nämlich heißt: Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Was bei der Jüngerbelehrung im 10. Kapitel, bei diesem intensiven Weg nach Jerusalem, denen beigebracht wird, damit sie es doch endlich verstehen, das hat die Schwiegermutter längst verstanden. Sie wird geheilt und folgt nach und dient und wird damit zur Ersten, die deutlich macht, worum es bei der Nachfolge eigentlich geht. Unter der Überschrift
Wann bricht denn Reich Gottes an? Lässt sich aus diesem Text insofern zum einen herausholen, eben wenn Menschen auf dem Absatz kehrt machen, wenn Menschen wieder sie selber sein können, wenn Menschen eben in die Nachfolge gehen, wenn sie dienen. Interessant ist, dass wir hier an der Stelle noch etwas anderes heraushören können. Denn bei Markus ist es ja so formuliert, dass die Schwiegermutter des Simon mit Fieber im Bett liegt. Die Jünger sprechen Jesus darauf an und jetzt heißt es, geht er zu ihr hin, er fasst sie bei der Hand und er richtete sie auf. Das griechische Wort, das für das Aufrichten hier verwendet wird, Hygieirein, ist das gleiche Wort, das am Ende des Evangeliums im 16. Kapitel verwendet wird, um zu umschreiben, was an Jesus von Nazareth geschehen ist. Da sagt nämlich der im weißen Gewand im Grab zu den Frauen, dass Jesus von Nazareth aufgerichtet wurde, auferweckt wurde. Das heißt, wenn wir das Markus-Evangelium eben nicht nur einmal lesen, sondern Markus schickt uns als Leserinnen und Leser am Ende des Evangeliums sowieso wieder an den Anfang, nämlich nach Galiläa, geht doch wieder dorthin und dann werdet ihr es mit neuen Augen lesen. Wenn wir das Evangelium einmal durchgelesen haben und kommen wieder an diese Stelle hier, dann blitzt hier im ersten Kapitel schon auf, was am Ende ganz dominant kommt, dieses Licht von Ostern. Reich Gottes bricht eben da an, wo Menschen mitten in ihrem Alltag aufgerichtet werden, Auferweckung erfahren. Hinter mir seht ihr diese weiße Wand und auf der anderen Seite der weißen Wand befindet sich ja unser Zwischenraum. Sie grenzt den Zwischenraum zum Kirchenraum hin ab. Und dort sind oft Menschen, die sich dort niederlassen, Kerzen anzünden, ins Buch der Namen eintragen, die ihr Alltagsritual entwerfen und wir Augustiner, wir haben diesen Raum vor gut 10 Jahren geschaffen, weil er genau zu einem solchen Auferweckungsraum werden soll. Dass Menschen mit der Zeit im Zwischenraum, in der Kirche, im Umgang mit Menschen dieses Aufgerichtetwerden wieder spüren dürfen. Ich sage gerne, ich pfeife auf eine Auferweckung am Ende der Tage, wenn von dieser Auferweckung in meinem Alltag, in meinem Leben noch nichts zu spüren ist. Zugleich ermutigt mich dieser Text, eben diese Auferweckungserfahrungen mitten im Alltag, diese Auferweckungserfahrungen wirklich zu suchen, wahrzunehmen oder eben auch andere finden zu lassen. Denn wer soll aufrichten mitten im Alltag? Wenn nicht wir, und vielleicht geschieht es ja auch uns, dass auch wir immer wieder aufgerichtet werden, mitten am Tag.